Hallo und herzlich willkommen zu Kommi hat ein Gewinnspiel. Ja, es geht nicht darum, dass Kommi hier gerade Final Fantasy 14 zockt und sich dabei Sachen zusammensucht. Nein, es geht darum, dass der Kommi hier ein Gewinnspiel hat. Und da das Gewinnspiel mit Final Fantasy 14 zu tun hat, ist das Ganze nochmal richtig praktisch, wenn ich es einfach mit einem Final Fantasy 14 Video kombiniere. Die genauen Regeln für mein Gewinnspiel werdet ihr auf Facebook finden. Wer da allerdings keinen Zugriff drauf hat, da wird es ein bisschen schwieriger. Weil, naja, die Regeln sind halt aufgestellt für ein Facebook-Gewinnspiel, für nichts anderes. Allerdings, wenn mir jetzt wirklich hier relativ viele von euch sagen, ihr habt kein Facebook, ihr könnt das nicht machen, dann werde ich mir da vielleicht sogar noch was überlegen. Anyway, es geht um Folgendes. Auf der Gamescom 2017 konnte man sich mal wieder anstellen am Square-Stand von Final Fantasy 14, um dort richtig fette T-Shirts abzuräumen. In diesem Fall waren es Susanoo und Lakshmi, das sind die beiden neuen Beschwörungen aus dem Spiel selber. Und die wiederum, naja, hätte ich gerne beide gehabt. In unserem Fall ging es nur mit Lakshmi, weil ich sag sowas eigentlich echt ungern, aber wenn man auf der Bühne steht mit Leuten, die das Spiel nicht gespielt haben, es ist kein Spiel, was nur einmal auf der Gamescom ist, wohlgemerkt. Es ist ja jedes Mal da. Und die Leute haben keine Ahnung, wie sie eine Klasse zu spielen haben, weil sie das Spiel noch nie gespielt haben. Lasst sie doch nicht mitmachen. Das ruiniert halt einem die Siegeschance, falls sich jetzt jemand fragt, warum. Aber es ist irgendwie logisch. Habt ihr einen Typen, der noch nie einen Heiler gespielt hat, dann lasst den mal einen Heiler spielen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert einfach nicht. Okay? Okay. Nachdem wir da jetzt drüber geredet haben, ich glaube, den Bullen kriege ich auch wieder nicht platt, das ist doch zum Kotzen. Nachdem wir da drüber geredet haben, jetzt zum eigentlichen Gewinnspiel. Ich habe eines dieser T-Shirts freigegeben für das Gewinnspiel selber. Warum nur eins? Naja, weil ich halt noch eins habe und meine Freundin auch noch eins hat und dann passt das einigermaßen. Wir haben also ein T-Shirt in der Größe XL tatsächlich zu verschenken in dem Fall, denn im Normalfall, je nachdem wie viel Glück man hat bei eBay etc., da kann man es schon mal für 20, 30 Euro schießen oder eben es geht in die Hunderte. Also denkt einfach daran, das ist ein T-Shirt, was relativ viel kostet. Außerdem, für den ersten Preis gibt es dann noch einen Schlüsselanhänger von Stormblood, den ich selber auch benutze. Es ist ein sehr schöner vom Design her, aber gut, es sind Schlüsselanhänger, was soll ich dazu sagen? Es ist nicht so, als würde ich euch hier einen ganzen Schlüssel zu meiner Wohnung geben oder sowas. Von denen habe ich noch drei weitere. Das heißt, ich habe noch drei Trostpreise. Und ja. Dann war es doch da oben drauf. Puh. Was ich hier gerade mache, ist übrigens Faten für Kristalle, weil mir langweilig ist. Ich brauche Leute, die Final Fantasy 14 spielen wollen. Dann wird mir nicht ganz so schnell langweilig, aber naja. Anyway. Das ist eigentlich schon alles. Das Gewinnspiel findet ihr auf Facebook, wie gesagt. Wenn jetzt allerdings hier ein Aufruf kommt, einer habe ich nicht, aber ich will das T-Shirt, dann denke ich mir nochmal ein paar YouTube-Regeln aus dafür. Vielleicht da ein bisschen was anderes rauszuhauen. Ansonsten wünsche ich euch allen noch einen schönen Sonntag. Ja, ich hoffe natürlich auf rege Mitteilnahme. Da ich leider kein großer LPer bin, kriege ich auch nicht einfach Sachen geschenkt, die ich verschenken kann. Aber naja, das ist mein kleines Dankeschön für euch. Oder vielleicht ist das auch ein Dankeschön von euch an andere Leute, so wie, keine Ahnung, Brüder, Schwester, Geliebte. Vielleicht wollt ihr in diesem T-Shirt unbedingt einen Heiratsantrag machen. Ich weiß es ja nicht. Nichtsdestotrotz, ich hör auf zu labern. Sonst fang ich mal neu an. Also, macht's gut. Wie gesagt, Regeln stehen unten in der Beschreibung. Ich hoffe, dass viele Leute mitmachen. Wenn nicht, dann ist das eben so. Dann wird es relativ simpel herauszufinden, wem das T-Shirt gehören wird.